Spaß bei Marienhof im Ersten wünscht Cook with Friends von Maggi. www.cookwithfriends.de. Das hier ist ein Versuch, die Dinge wieder ins Reine zu bringen. Wenn mir das nicht gelingt, akzeptiere ich das. Aber bitte gib uns als Familie noch eine Chance, okay? Und seid ihr schon über den Weg gelaufen? Ich meine, Simone? Nein, sie hat Nachtschicht, ich Tagschicht. Also wir gehen uns aus dem Weg und das ist auch gut so. Es tut mir leid, Regina. Es wird viel passieren. War bescheuert von mir, ich weiß. Du brauchst jetzt nichts zu sagen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Simone. Lass uns nicht gleich so weitermachen. Ich muss nach Hause zu Toni. Hab ich einmal pünktlich Feierabend und... Ja, klar. Ich verstehe das. Aber wie war denn dein Urlaub? Du siehst wirklich gut aus. Danke. Ja, eigentlich ganz schön. Und uneigentlich? Ich habe ein wichtiges Thema gewälzt. Was denn? Über uns? Ich habe auch viel drüber nachgedacht. Sven, ich habe Klaus gesagt, dass ich mich von ihm trenne. Simone, hast du es wirklich gut überlegt? Ja, allerdings. Und was bedeutet das für mich, also für uns? Ich meine, wir kennen uns doch eigentlich gar nicht, außer von der Arbeit. Ich habe Klaus überhaupt gar nichts von uns gesagt. Und du bist doch nicht der Trennungsgrund. Bild dir da jetzt bloß nichts ein. Ja, so einfach ist das nicht. Was denn dann? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Mir ist durch dich nur klar geworden, wie leer meine Ehe ist. Irgendwann muss man sich das mal eingestehen. Und was ist mit uns? Ich weiß nicht, aber durch dich fühle ich mich seit langem mal wieder richtig geborgen. Du hörst mir zu und weißt, wie ich mich fühle. Warum fühle ich mich dann trotzdem so, als ob ich eure Ehe auf dem Gewissen hätte? Das musst du nicht, Sven. Ehrlich. Ich habe das nicht wegen dir gemacht. Und ich erwarte auch nichts von dir. Allerdings solltest du ehrlich zu dir sein. Bist du glücklich in deiner Ehe? Wer hat denn angerufen? Was? Frank? Ja. Und warum rufst du mich da nicht? Weißt du, Pia hat gedacht, du wärst nicht da. Aber warum denn? Wir haben uns doch gerade noch gesehen. Ja, sie hat gesagt, du rufst zurück. Tu es doch einfach. Die Nummer, wo habe ich denn die Nummer? Tja, sowas speichert man normalerweise. Als Technikfreak mit unendlich viel Freizeit vielleicht. Da ist sie ja. Mama, hm? Glaubst du, er meint's ernst?
Wer? Frank? Papa. Sylo? Sylo? Sylo, wo warst du? Alle suchen dich. Wo ist Bruno? Hallo, Andrea. Jetzt sag schon, wo ist Bruno? Ich wäre beinahe mit ihm über die Grenze gewesen. Wo ist er? Wie geht's ihm? Regina stirbt vor Sorge. Ich habe ihn hier gerade zurückgebracht. Was hast du dir dabei gedacht? Ich konnte ihr Bruno nicht wegnehmen. Er braucht doch seine Mutter. Aber was wird jetzt aus mir? Ich konnte mir das doch gar nicht vorstellen. Klar, Sylo hat den Kleinen für. Aber doch auch nur, weil ihm eine Sicherung durchgebrannt ist. Danach hat er ihn ja gut versorgt. Das war doch klar. Jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Mhm. Und der Kinderarzt war richtig nett. Ja, gut, dass das so geklappt hat. Ich meine, hast du auf die Uhr gesehen? Weißt du, wie spät es ist? Hoffentlich hat ihn das nicht zu sehr mitgenommen. Ach, du meinst so eine Art Trauma? So ein Quatsch. Guck ihn doch mal an. Der ist richtig quietschfidel. Das hat dir gar nichts ausgemacht, oder? Nein, jetzt mach dir mal keine Sorgen. Sylo hat ihn gut versorgt. Ich meine, der kleine Bruno ist wahrscheinlich der Einzige, der von dem kleinen Abenteuer am wenigsten mitbekommen hat. Von wegen kleines Abenteuer. Regina, jetzt komm du auch mal zur Ruhe. Du hast dich wirklich genug aufgeregt in letzter Zeit. Versprochen. Und du? Ja, wenn das für dich okay ist, dann würde ich jetzt auch mal nach Hause gehen. Ja, klar. Sandra, ich weiß nicht, was ich die letzten Tage ohne dich gemacht hätte. Ich danke dir noch mal für alles. Regina, das war doch selbstverständlich. Und ganz unschuldig war ich in dem ganzen Dilemma ja auch nicht. Ist doch alles längst vergessen. Gut, dann, ja, gehe ich mal. Ja, tschüss, du Liebe. Schlaf gut und grüß Carolinchen. Danke. Ich melde mich morgen. Jo. Du, mein kleiner Prinz? Sag mal, hast du Hunger? Oh, guck mal. Guck mal, wir haben einen Anruf bekommen. Hallo, Regina. Matthias hier. Sandra hat mich angerufen. Was ist denn da los bei euch? Bist du da? Okay, du bist nicht da. Ich versuch's später nochmal. Ciao. War das alles? Hallo, Regina. Matthias hier. Sandra hat mich angerufen. Was ist denn da los bei euch? Bist du da? Okay, du bist nicht da. Ich versuch's später nochmal. Ciao. Das war alles. Hey. Hallo. Windelpupser nehmen wir hier aber noch nicht an. Na, Bruno, du hast noch 6 Jahre Zeit bis zum Schulanfang. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, Matthias einzuweihen? Das war so nicht abgesprochen. Oh, hat er angerufen? Regina, bitte sei mir nicht böse. Ich konnte nicht mehr zusehen, wie du dich quälst. Ich dachte, er muss es wissen, damit er dich davon abhält, Hals über Kopf in ein Land zu fahren, was du überhaupt nicht kennst. Er hat mir auf den AB gesprochen. Woher hattest du überhaupt seine Nummer in Frankreich? Du hattest dein Handy liegen lassen, ich habe die Nummer da rausgeholt. Aber bitte, sei mir nicht sauer. Ich bin ja gar nicht sauer. Gott sei Dank. Du, lass uns doch einen Kaffee trinken gehen. Ich habe jetzt sowieso auf. Ich will gleich wieder nach Hause. Matthias hat mich gestern nicht erreicht. Ich werde es sicher noch mal probieren heute. Es ist nicht ein bisschen spät? Na ja, warum? Ich meine, vielleicht hat ihn die ganze Geschichte ja zum Nachdenken gebracht. Zum Nachdenken und auch vielleicht noch was anderes? Willst du in die Richtung? Du meinst, dass er zurückkommt? Das kannst du vergessen. Aber du hoffst es noch. Das sehe ich dir an der Nasenspitze an. Regina, hör auf mit so vergeblichen Hoffnungen. Matthias ist weg und hat sich diese Entscheidung wirklich nicht einfach gemacht. Na gut, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Tut es weh? Nee. Du bist unglaublich. Aber Unkraut vergeht nicht. Ja, ich habe eben eine Rossnatur. Ja, schon, aber du musst den Tatsachen ins Auge sehen, Mama. Ein 12-Jähriger hätte sich den Arm nicht gebrochen. Aber es sieht ja alles sehr gut aus.
Du musst in Zukunft mehr Kalzium nehmen. Ich schau mal nach, ob ich noch was da habe. Ansonsten bringe ich dir heute Abend aus der Apotheke was mit. Ach ja, und besorg mir doch gleich ein Zivi, der mir über die Straße hilft. Entschuldige, ich hab's nicht so gemeint. Ich mach dir eine neue Schiene. Wie kommst du denn so zurecht, ohne Trixi? Ganz gut, die neue Aushilfe ist tüchtig, aber natürlich, ich bin froh, wenn Trixi von der Fortbildung zurück ist. Kann das sein, dass du ein bisschen durch den Wind bist? Ist es wegen Robert oder wegen der Kinder? Nein, ich hasse es einfach, wenn es mal ganz gut läuft und dann kommt von irgendwo wieder ein Problem her. Dass Robert hier in Köln ist, das verunsichert die Kinder. Und was ist mit dir? Und ich verstehe sie auch. Sie denken jetzt, sie müssen mir beweisen, dass sie auf meiner Seite stehen. Eine blöde Situation. Und du? Was und ich? Ja, dieser Mann war dir mal nicht ganz gleichgültig. Wie kommst du denn damit klar, dass er plötzlich wieder da ist? Wieder da. Was heißt das schon? Und morgen ist er wieder weg. Wie lange wart ihr verheiratet? Was tut denn das zur Sache, Mama? Das weißt du doch. Ja, aber du anscheinend nicht. Die emotionale Bindung ist sehr stark, wenn man so lange mit jemandem zusammengelebt hat. Aber Robert hat mich unglaublich verletzt, als er mich und die Kinder im Stich gelassen hat. Verletzen kann einen nur jemand, den man liebt. Das weiß ich noch aus meinem Leben. Und das wird bei dir nicht anders sein. Wenn ich dich so beobachte, wie du auf Robert reagierst, dann frage ich mich, ob du noch etwas für ihn empfindest. Und wie geht's, Lulu? Hat er viel Ärger mit der Polizei? Er war den ganzen Morgen dort. Wir hatten noch gar keine Zeit, drüber zu reden. Und der kleine Bruno ist jetzt wieder bei Regina, hm? Ja, Gott sei Dank. Regina bekommt von Silo ein Kind und will es mit Matthias großziehen. Also einfach stelle ich mir das nicht vor. Naja, das Ganze war ja wohl ein Unfall, danke. Ja, aber sie ist fremdgegangen mit Silo. Ich will ihr ja nichts unterstellen, aber vielleicht hat sie es drauf angelegt. Um ein Kind zu bekommen? Nein, nie mit ihm. Also muss erst mal Silo damit klarkommen, hm? Willst du ihn damit rechtfertigen? Nein, auf keinen Fall. Ein Kind zu entführen, auch wenn es das eigene ist, das geht natürlich nicht. Aber wenn auch nicht mal ich dafür Verständnis aufbringen kann, wer dann? Zülo hat echt Mist gebaut. Okay, sicher. Ich kann ihn ja auch irgendwie verstehen. Er konnte damit nicht umgehen. Jedenfalls möchte ich jetzt nicht mit ihm tauschen. Bitte. Danke. Hast du gehört? Das Kind von der Zierkowski ist vom Zülo. Ein kleiner Seitensprung und schon steht Bruno vor der Tür. Das ist wohl echt Schicksal. Schicksal, entschuldige, das ist ja wohl sehenden Auges in die Katastrophe rennen. Regt sich bei mir kein Mitleid, absolut nicht. Jetzt sei mal nicht so ein Moralapostel. Du hast doch selber gesehen bei Lili und Marlon, wie schnell sowas gehen kann. Hallo, bin wieder da. Hallo. Hi, Mama. Oh, ich bin am Verdursten. Ja, hey. Joghurt, Käse, Aufschnitt, ihr wart einkaufen. Und? War halt nichts mehr da. Der Kaffee ist auch gleich fertig. Und den Kaffeetisch habt ihr auch gedeckt. Ich bin ja sprachlos. Oma schafft es ja nicht mit ihrem Arm. Wo ist die überhaupt? Detmar holt sie vom Laden ab. Dann gehen sie zum Computerkurs. Ach so. Na gut, dann trinken wir zusammen Kaffee. Ja. Und bevor ich es vergesse, euer Vater hat mich angerufen. Er hat mich heute Abend zum Essen eingeladen. Magst du den? Da gehst du doch nicht hin, oder? Doch. Wenn er hier in der Nähe dann wohnt, dann gibt's schon ein paar Sachen, die man mal besprechen sollte. Ja, dann besprech doch mal gleich, warum er damals nicht mal Tschüss sagen konnte. Und warum er überhaupt mit seiner Neuen abgehauen ist. Aber darum geht's doch jetzt gar nicht. Ich bin dafür, dass wir versuchen, wieder einen einigermaßen normalen Umgang hinzukriegen. Warum denn? Das ist doch total unfair. Das ist doch... Denkt ihr nicht, dass ihr da jetzt ein bisschen übertreibt? Kannst du gleich fragen, warum er nicht einen von meinen Briefen beantwortet hat? Ja, und warum ihn mein Sport von einem Tag auf den anderen auf einmal nicht mehr interessiert hat. Vorher war es ihm ja so wichtig. Und jetzt schleimt er in der Schule rum. Das ist doch nur eine Masche. Genau. Und das war nicht das erste Mal, dass er uns angelogen hat. Und dich auch. Von vorne bis hinten. Danke. Kannst du dich noch erinnern, wie oft du in der Küche gesessen und geheult hast? Das solltet ihr gar nicht mitkriegen. Haben wir aber. Und eins sage ich dir. Papa würde heute alles wieder genauso machen wie früher. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube das dem auch nicht. Und was ist, wenn er sich doch ein bisschen verändert hat? Wollen wir jetzt die gleichen Fehler machen wie er? Ja, klar gefällt dir das. Hat Zülo das auch mit dir gemacht? Matthias hat auch mit dir gespielt. Manchmal.
Vielleicht habe ich ihm zu viel zugemutet. Weißt du mal, vielleicht ist das der Papa endlich. Ja, Zikowski? Ja, hallo, ich bin Sandra. Wie ist das Wertebefinden? Wie geht's dem kleinen Prinzen? Sandra, du bist's. Ich dachte, es wäre Matthias. Genau deswegen rufe ich ja an. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass du jetzt die ganze Zeit in Habachtstellung vom Telefon hockst. Nein, ich spiele völlig entspannt mit Bruno. Klar würde ich mich freuen, wenn Matthias anrufen würde, wenn er schon nicht kommt. Regina, du hast nicht Unrecht gehabt. Matthias hat sein Signal schon abgegeben. Du, wenn er wirklich gewollt hätte... Sei mir nicht böse, aber ich habe nicht so eine Anklopffunktion in meinem Telefon. Wir reden später noch mal, ja? Du hörst mir nicht zu, aber bitte mach, was du nicht lassen kannst. Sandra, ich muss es von ihm selber hören, verstehst du? Ich will mit ihm reden. Doch, klar, das kann ich auch nachvollziehen. Ich mache dir ja auch keine Vorwürfe. Ich will doch nur nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst. Es ist wirklich lieb von dir, dass du dir Sorgen machst, aber ich krieg das schon hin. Ich will dir doch nur helfen. Nach dem, was ich die letzten Tage durchgemacht habe, glaubst du, da kann mich noch irgendwas erschüttern? So gefällt es dir mir schon besser. Es wird wirklich Zeit, dass Matthias anruft, damit er es endlich mal klären könnt. Es ist lieb von dir und ich bin auch froh, dass ich dich habe, aber jetzt geh aus der Leitung, okay? Ruf mich an, wenn er sich gemeldet hat. Kann auch später sein. Ja, danke, bis dann. Ciao. Kommt ja nicht in Frage. Busch! Hallo, Frank. Ich wollte... Ja, ich weiß, ich wollte. Aber du, ich hatte so einen Stress. Ja, das hat natürlich auch mit der Rückkehr von Robert zu tun. Was? Ob mich das freut? Aber ganz bestimmt nicht. Pia und Steve sind total durcheinander. Die machen das jetzt alles noch mal durch. Ich weiß, was du meinst. Natürlich wird es für dich und mich erstmal nicht leichter in Bezug auf die Kinder, aber lass uns einfach versuchen, damit umzugehen, okay? Was? Nein, ich habe kein Problem mit Robert. Das hat sich erledigt. Außerdem ist Robert nicht wegen mir hier, sondern wegen der Kinder. Ja, ich vermisse dich auch. Sehr sogar. Es wäre schön, wenn du jetzt hier wärst. Na, Herr Doktor? Wann haben wir denn mal wieder Dienst zusammen? Was soll denn das? Jetzt sei halt nicht so. Da ist doch nichts dabei, wenn ein Arzt mal mit einer Schwester plaudert. Wenn uns gestern bei deiner Kussattacke irgendjemand beobachtet hätte, dann... Ja, und wenn schon, was dann? Dann... Simone, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Du solltest dir und deinem Mann noch mal eine Chance geben. Das Thema ist durch. Hör auf damit, ich will das nicht. Ich finde, Toni hat das nicht verdient. Na, dann rede mit ihr. Nein, ich bin glücklich mit meiner Frau. Ich warte heute Abend in Topas Wohnung auf dich. Simone, ich glaube nicht, dass ich da... Den Schlüssel habe ich ja noch. Bis dann, Sven. Nee, danke. Ich mag nicht. Wir haben da früher immer Wein zum Essen getrunken. Ich bleib bei Wasser. Für klare Abmachungen braucht man einen klaren Kopf. Ah, ja. Wie oft willst du die Kinder sehen? Warte. Es tut mir wahnsinnig leid, wie das damals alles gelaufen ist. Robert, echt, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich weiß, ich kann das nicht wieder gut machen. Was sagt eigentlich deine Freundin dazu, dass du hierher gekommen bist? Passt dir das? Ich habe mich getrennt. Ach so, deshalb. Und jetzt besinnst du dich auf alte Werte wie Familie oder so? Mach dich jetzt bitte nicht über mich lustig. Wie soll ich Mitleid haben?
Es hat viel zu lange gedauert, bis ich kapierte, wie dumm es war, dass ich mich von dir getrennt habe. Es war die größte Dummheit meines Lebens. Ja, Zirkowski? Regina, endlich! Sandra hat mich angerufen, ich soll dich anrufen. Sie war total aufgelöst, du würdest in die Türkei fliegen oder so. Was ist denn los bei euch? Du weißt gar nicht, was passiert ist? Doch, Sylo ist mit Bruno weggefahren oder irgend sowas. Ist Bruno denn jetzt wieder da? Ja. Ja, siehst du, dann ist ja alles wieder gut. Falscher Alarm von der guten alten Sandra, oder? Hätte sie mal hören sollen. Es war eine versuchte Kindesentführung. Und was ist mit Sylo? Ist er jetzt in Untersuchungshaft oder was stellen die mit ihm an? Was weiß ich, das ist doch auch völlig egal. Matthias, ich hätte dich hier gebraucht. Ich bin fast gestorben vor Angst. Das bringt ihn in den Knast. Das hat er auch nicht besser verdient. Was denkt er sich denn dabei? Ich dachte eigentlich, dass du... Je viens, bien sûr. Bin gleich da. Oh Gott. Entschuldige, hier ist auch der Teufel los. Ich sag's dir, wir haben heute Abend hier eine Veranstaltung. Sag, kann ich dich später nochmal anrufen? Ja, sicher. Ja, schön. Dann bis später. Ich bin froh, dass alles wieder in Ordnung ist. Jetzt rate mal, wen ich heute auf dem Nachhauseweg getroffen habe. Unseren Charlie, geschniegelt und gebügelt. Ich musste echt zweimal hingucken. Er sah aus wie aus dem Modejournal entsprungen. Ich meine, er ist ja ohnehin ein unverkennbarer Typ. Sonst hätte ich gesagt, Kleider machen Leute. Was ist das denn so drauf? Ich warte heute Abend in Toppers Wohnung auf dich. Den Schlüssel habe ich ja noch. Naja, wenn da mal nicht mehr dahinter steckt. Er bleibt für 2 Tage. Und auf dem Rückweg kann er dann ein anderes Auto mitnehmen. Toni, kann ich trotzdem noch den Absatz zu Ende lesen? Ja, ist okay. Ich bin ja schon ruhig. Ich sage nix. Ach, sorry. Die paar Stunden, die wir am Tag miteinander verbringen, muss ich auch noch Medizinbücher lesen. Aber ich bin gleich durch, versprochen. Du hin? Sven, das habe ich dir doch heute Nachmittag schon erzählt. Entschuldigung, da habe ich wohl irgendwas nicht mitbekommen. Naja, also Charlie fährt ja nach Hannover und er hat mich gebeten, dass ich währenddessen bei Töppers die Blumen gieße. Was? Du willst zu Töppers in die Wohnung? Jetzt gleich! Lolle, es gibt ganz tolle Neuigkeiten. Oh, etwa Erfolg im Job? Können wir jetzt bitte das Thema wechseln? Oh. Okay, ein neuer Märchenprinz in Sicht. Oh. Können wir auch bitte das Thema wechseln? Oh. Aber Hoffnung auf ein Happy End? Ja! 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 Berlin, Berlin. Dienstag bis Freitag, 18.50 Uhr im Ersten. Oh, ich freu mich so. Am Wochenende fahre ich mit Mama und Pia an die Côte d'Azur zu Töppers. Aber ich dachte, ich hätte bald ein wichtiges Spiel. Na und? Surfen ist doch auch Training. Ja, wie du meinst. Ich habe dich immer verstanden, aber bei dieser Sache bist du einfach zu weit gegangen. Regina ist fast gestorben vor Angst. Verdammt nochmal, ich bin der Vater. Ja, der kriminell geworden ist.